Dich an die Wand lehnen, dich dann sozusagen hinhocken, hinsetzen an die Wand, so ein bisschen mehr das Zwerchfell aktivieren, aber auch größere Muskeln. Du kannst ein Theraband nehmen. Gutes Beispiel ist hier meine Schülerin Amrita. Die hat mir nicht ganz viel in Gelb markiert. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es für euch drei kurze und knappe Gesangshacks oder Gesangstipps. Und ja, lass uns doch direkt damit loslegen. Du willst besser singen lernen? Dann schau mal bei tanjalevyvocalstudio.com. Dort gibt es Gesangsunterricht, verschiedene Übungspakete, Warm-ups und Gesangsanalysen schon ab 13,99. Wie singst du mit Power? Was ist Mix-Voice und wie kann ich Töne treffen? Hol dir jetzt ganz bequem für zu Hause dein Übungspaket oder buche direkt mit Tanja eine Gesangsstunde auf tanjalevyvocalstudio.com. Tipp Nummer 1, ganz häufig bei vielen Anfängern, ist der Gaumensegel. Das heißt, viele können zwar die Töne treffen, aber irgendwie klingt es so ein bisschen flat, sagt man im Englischen. Das heißt, es klingt irgendwie nicht ganz sauber. Ne? Man kann ja innerhalb des Tones, kann man ja die Mitte treffen, aber man kann auch ein bisschen oben sein, dann ist man so ein bisschen scharf, es klingt dann so ein bisschen grell oder ein bisschen schrill. Man kann aber auch weiter unterhalb des Tones sein und dann klingt es so ein bisschen bluesig, so ein bisschen flat. Es hat halt einfach nicht, es ist einfach nicht geradlinig. Und meistens liegt es halt daran, dass der Gaumensegel so ein bisschen runterhängt. Der Gaumensegel hat drei verschiedene Positionen. Und zwar einmal hängt er runter, ja, berührt die Zunge, wie in dem Wort Bonjour. Mach mal einmal Bon, wie bei Bonjour oder im Portugiesischen. Es sind ganz viele nasale Konsonanten dabei. Mach mal für mich jetzt einmal Bonjour und halte mal das Bon. Bon. Und fass dir mal die Nase. Bon, 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 bon. Du siehst also, dass dieser Fluss dann aufhört. Bon, 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 bon. Genau. Und also der Gaumensegel hängt hier relativ tief. Jetzt möchte ich, dass du ein ganz klares A machst. A, 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 A. Der Gaumensegel hängt nicht. A, A, A. Das klingt jetzt natürlich nicht besonders, aber es ist jetzt hier Mittel zum Zweck. Jetzt einmal nochmal wechseln. Was wir also wollen, ist, dass der Gaumensegel immer so in der mittleren bis oberen Position ist. Ich mache das jetzt mal alle drei vor. Mach das mal alle drei vor. Hast du noch gehört, ich habe so ein bisschen rumgespielt und versucht halt den Gaumensegel noch, dass er die Zunge ein bisschen berührt. Ich mache es nochmal vor. Into the unknown. Mach mal ganz viele. I can hear you, but I won't. Some look for trouble, while others don't want. Wichtig ist also dieses Zusammenspiel zwischen, ich bin tonal wirklich sauber und klar auf den Tönen. Und der Gaumensegel hängt dabei nicht runter, ne? Also es ist halt nicht ma, mi, mi, mu, ma, mi, mi, mu, mu, ma, mi, mi, mu, ma, mi, mi, mu, mu. Ja, Nummer 2 ist so eine Unterverspannung. Gerade bei Anfängern, singen ist ja fast ein Sport. Man kann ja bis zu 800 Kalorien damit auf der Bühne verbrennen. Und wenn ihr mal richtig diese Stars anguckt, wie Beyoncé, Ariana Grande, was das für so eine intensive Produktion ist. Also man sieht, der ganze Körper ist richtig angespannt. Man benutzt die richtigen Muskeln, man setzt größere Muskeln ein. Also der Körper ist auf Adrenalin, auch in so einer Bühnensituation. Und viele Sänger unterschätzen halt einfach, dass sie hier im Unterricht sind und total unterverspannt sind. Eine zu lockere Haltung haben und dementsprechend auch dann nicht richtig die großen Töne bekommen können, diese Belting-Töne. Einmal ist diese Unterverspannung vom ganzen Körper. Ne? Einmal ist also diese Unterverspannung vom Körper, dass gerade bei Kindern, die kein Körpergefühl haben, wissen also nicht richtig, oh, wie kann ich denn meine größeren Muskeln so ein bisschen aktivieren, wie kann ich das Zwerchfell aktivieren. Das andere ist also diese Unterverspannung beim Singen. Und das führt dazu, dass die Stimme so ein bisschen an Stabilität verliert und das Ganze so fast so ein bisschen zittrig klingt. So ein Zittern kann auch andere Gründe haben, aber die meisten Gründe, die mir hier im Studio mit meinen Schülern widerfahren sind, ist halt so eine Unterverspannung. Ne? Dann klingt es so ein bisschen geleiert, weil einfach da keine richtige Spannung ist. Wir wollen auch nicht so eine Überspannung, wir wollen auch nicht äh, 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 äh.
also diesen Unterschied. Ey, da bin ich jetzt, okay, ey. Also ich bin ach, natürlich auch immer verspannt. Ich mach das mal ganz locker. Into the unknown. Also mein Muskelgedächtnis ist natürlich, ja, unterverspannt singen. Ich versuch's jetzt mal. Into the unknown. I can hear you, but I won't. Also ihr wisst so ein bisschen, was ich meine. Ich kriege dieses Zittern jetzt nicht hin, weil, ja, Muskelgedächtnis. Dort kannst du entgegenwirken mit Staccato-Übungen, mit Zwerchfellübungen. Dann kannst du auch gleichzeitig dazu auch mal deinen Körper einsetzen. Das ist auch ganz wichtig. Du kannst zum Beispiel dich an die Wand lehnen, dich dann sozusagen hinhocken, hinsetzen an die Wand, so ein bisschen mehr das Zwerchfell aktivieren, aber auch größere Muskeln. Du kannst ein Theraband nehmen, das hilft auch immer sehr gut. Ja, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. So ein Flexboard, ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen heißt, um ein bisschen mehr Stabilität zu bekommen, kann man da jetzt auch benutzen. Das heißt, es gibt schon so ein paar Möglichkeiten. Manchmal liegt es auch daran, dass du einfach zu luftig singst. Das heißt, wenn du zu luftig singst, ma, mi, mi, mo, mu, musst du eben halt ein bisschen sanfteren Druck ausüben. Wir wollen jetzt nicht ma, mi, mi, mo. Das soll jetzt auch nicht direkt aus dem Zwerchfell geschossen kommen. Es muss halt immer eine moderate Menge sein. Ma, mi, mi, mo, mu. Da kannst du auch die Bubbles machen. Am besten mal gleich drei Runden. Auf einem Atemzug. Und ein bisschen mehr Stabilität auch vom Zwerchfell einfordern. Das Zwerchfell muss aktiv sein, die Muskeln müssen mitmachen. Ein anderer Singing Hack, der hier ganz oft schon auf dem Channel ist, ist die Vokalarbeit. Du singst halt eben nicht so shine bright. Tonight. Da ist nämlich kein E, wir gehen nicht aufs E, wir singen nicht shine bright, wir singen shine bright tonight. Das heißt, aus dem E wird ein A. Das Shine wird im Englischen mit I ausgeschrieben, aber wird es nicht ausgesungen. Das heißt, wir singen es mit einem A aus. Shine bright. So geht der Vokal nämlich richtig schön auf. Es wird gut projiziert, es wird gut abgerundet. Nämlich da ist der Ton auf dem A und nicht auf dem Shine bright. Das ist eines der größten Anfängerfehler, und zwar Singing Hacks. Nimm dir doch mal ruhig deinen Liedtext von dem Song, den du gerade erarbeitest, ne? Zum Beispiel, gutes Beispiel ist hier meine Schülerin Amrita. Die hat mir nicht ganz viel in Gelb markiert, falls man das jetzt so sehen kann. Und da habe ich sie gezwungen, nämlich aufzuschreiben, welche Vokale dort modifiziert werden. Und da gehen wir wir machen mal Rise Up. And I'll rise up. Und bei dem Rise Up, wir singen nicht Rise Up, weil das Rise wird mit I geschrieben. Rise Up. Rise up, rise like the day. Und da haben wir ein A, und das A musst du auch betonen. Day. Was hatten wir hier? You're broken down and tired. Und bei dem tired, da öffnen wir auch ein bisschen. Tired. Es ist dann nicht tired, weil es wird mit dem E geschrieben, aber nicht mit dem E gesungen. Tired, tired. Of living life on a merry-go-round. Und dann haben wir ein round, aber wir singen nicht round. Round, round. Also da ist ein A mit dabei. Ich singe es jetzt gerade nicht so akkurat, ne? Weil ich zeige euch das jetzt nur mal vor. Genau, aber ich glaube, ihr habt das jetzt so auch vom Ding her verstanden. Meine drei Singing Hacks für heute. Wenn ihr weitere Vocal Warm-Up Tutorials sehen wollt oder andere witzige Gesangsanalysen, dann bleibt jetzt hier weiter, stöbert mal so ein bisschen nach. Daumen hoch, ich bin auch auf Instagram mit meinen Schülern, mit meinem Leben hier in Singapur und meinem Studio. Das war ein ellenlanger Satz, mir geht total die Luft aus, und ich sehe euch jetzt aber im nächsten Video. Liebe Grüße und Küsse aus Singapur.